Heute Nacht gab es in Nord- und in Südtirol wieder schwere Unwetter, Murenabgänge, Verklausungen und wir haben es vor allem den Freiwilligen, der Feuerwehr zu verdanken, dass die Aufräumarbeiten so schnell vor sich gehen und dass nichts Schlimmeres passiert ist. An Beispielen wie diesen erkennt man, wie wichtig das Vereinsleben in Südtirol ist. Wir möchten einerseits der Feuerwehr in ganz Tirol heute an dieser Stelle einmal ein großes Danke sagen. Wir möchten aber auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass die Vereine in Südtirol unabhängig arbeiten können. Von Rom kommen jetzt schon wieder neue Auflagen daher. Man möchte, dass die Vereine in Südtirol einmal jährlich eine Meldung an den italienischen Staat machen müssen, wer der physische Eigentümer dieses Vereins ist. Das ist ein großes Problem für die Südtiroler Vereine, weil die Vereinsstruktur in unserem Land eine völlig andere ist als im italienischen Staat und bei Nichtmeldungen hohe Strafen drohen. Das heißt, es ist wieder ein bürokratischer Mehraufwand, der die Vereine in ihrer Arbeit behindert. Wir werden deswegen diese Woche hier im Landtag wieder einen Antrag einreichen, mit dem wir ganz klar fordern, dass Italien unsere Vereine endlich in Ruhe lassen soll. Es geht Rom nichts an, wer der Vorsitzende irgendeines Vereins in Südtirol ist. Wir sind in unserem eigenen Land, wir müssen in unserem eigenen Land unabhängig arbeiten können, ohne uns von Rom ständig dreinreden zu lassen. Deswegen die klare Forderung an die Landesregierung, diese Woche in Rom ungesäumt zu intervenieren, damit diese unsinnige Regelung in Südtirol nicht angewendet wird und damit die Vereine in Südtirol auch weiterhin unbürokratisch arbeiten können. Denn ansonsten wird früher oder später das Vereinsleben in Südtirol zugrunde gehen und wir sehen gerade in diesen Tagen mit den schweren Unwettern, wie wichtig die Vereine in Südtirol sind und welchen unschätzbaren und unverzichtbaren Beitrag sie für unsere Gesellschaft leisten.